Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Baustein-Video aus meiner Reihe Let's Build. Und diesmal habe ich ein schönes Star Wars Set dabei, die 75172 aus dem Hause Lego selbstverständlich, aufgrund der Lizenz. Wir haben einen netten Y-Wing. Vor ein paar Wochen hatten wir schon mal einen. Ich habe ja gesagt, ich habe noch einen zweiten und den möchte ich euch ganz gerne zeigen. Zur Herkunft, ich habe ihn Gebrauch gekauft. Ich habe ihn Gebrauch gekauft, weil ich nicht einsehe, für Star Wars Sets, ich sag mal aufgrund der Lizenz, so viel Geld zu bezahlen. Ihr bezahlt nämlich schwerpunktmäßig natürlich diese Lizenz damit und die Figuren. Die Figuren, das ist sozusagen Gold in Plastikform, tatsächlich. Ich habe das Set bei eBay Kleinanzeigen als Konvolut mit 2, 3, 4 anderen Sets von Star Wars gekauft. Gedruckte Anleitung dabei, Teile dabei, nicht ganz vollständig. Die Fehlteile habe ich mir dann bei Bricklink gekauft, habe mir bestellt, habe ich eine große Bestellung gemacht, habe alles hergeholt und dann komplettiert. Habe mir dann meine Teileliste genommen, habe vorher geguckt, was fehlt alles und dann ging das los. Ne? Die Figuren habe ich nicht gekauft, weil ich sag mal als Beispiel, wenn ihr für 100 Euro ein Konvolut Star Wars Sets kauft, dann könnt ihr nur für die Figuren nochmal 100 bis 150 Euro on top rechnen. Leider ist es so, deswegen, da ich auch nicht so hinterher bin hinter den Figuren, sollte das nicht das Problem sein. Ich wollte einfach nette Star Wars Sets bauen und das habe ich gemacht und dann zeige ich es euch jetzt. Wir gucken uns erst den Karton, auch den Karton übrigens, den habe ich über Bricklink nachgeordert, weil ich werde das Set natürlich wieder zerlegen. Vernünftig zerlegen nach Bauschritte und werde sie dann bei eBay Kleinanzeigen als gebraucht natürlich reinstellen wieder. Komplett sind sie. Ja, ich denke mal zu einem akzeptablen Preis. Natürlich etwas preiswerter, als auch wie ich es gekauft habe. Ne? Also ich verstehe die Leute nicht, diese Scalper oder wie sie sich schimpfen, die dann meinen da, die Leute über den Tisch ziehen zu müssen. Ich habe es jetzt erst wieder gesehen bei der Burg Blaustein von Blue Bricks. Die war jetzt wieder für kurze Zeit lieferbar, war dann relativ schnell wieder out of stock und die kostet, glaube ich, irgendwie grundsätzlich 170, 180 Euro, irgendwie sowas. Ne? Und die wird dann teilweise bei eBay Kleinanzeigen neu sofort reingestellt für 400. Also ich finde, solche Leute sollte man tatsächlich, ich weiß es nicht. Also ich wüsste keine Strafe, die hoch genug wäre, dass man das rechtfertigt. Also das geht überhaupt nicht. Das ist genau so, die Leute gehören für mich in die gleiche Gruppe wie die, die hingehen und Kinder vom Spielplatz vertreiben. Genau in die Gruppe zählt das rein. Ne? Aber gut, wollen wir uns nicht aufregen, wir gucken uns den netten Flieger an. Gucken uns erst den Karton an, hätte ich gesagt. Nehmen wir mal den Fighter auf Seite und gucken uns den netten Karton an. Wir haben einen bedruckten Karton, selbstverständlich. Hier unten sind die Figuren. Hier muss natürlich angedruckt werden, dass Disney die Lizenzgeber sind. Und hier haben wir die entsprechenden Figuren. Wir haben hier einen Y-Piloten. Wir haben einen Admiral. Wie heißt er? Radus. Der ist teuer. Der ist richtig teuer. Also ich habe gesehen, als ich da die Ersatzteile bei Bricklink bestellt habe, der fängt bei 15 Euro gebraucht an. Der ist richtig teuer. Ja? So, wir haben hier irgendwie so ein, ich kenne mich damit nicht so ganz so aus, wir haben hier irgend so ein Vieh, wir haben so ein Astromech-Droiden und natürlich einen generischen Sturmtruppler. Da ist nicht wirklich viel los, die sind natürlich im Dutzend billiger, klar. Sturmtruppler, das ist ja jetzt nichts Spezielles, die gibt es ja wirklich massenweise, ne? Aber ich habe mir gesagt, brauche ich nicht. Rückseite, wir kommen erstmal hierzu. Was ich hier absolut Katastrophe finde, ist wieder dieser Aufrissmechanismus. Da sieht jeder Karton mistig aus. Jeder Karton. Es ist ein Standardkarton für Sets dieser Größe. Wir sind übrigens unterwegs mit, wie viele Teilen sind es? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 1100 auch oder so. Oder 1300, ich weiß es nicht. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht nachgeguckt. War mir auch nicht ganz so wichtig. Es spielt ja auch keine Rolle. Ich sag mal so, es spielt keine Rolle, wie viele Steine in einem Set drin sind. Lego ist im Verhältnis zur Menge, die man kriegt, sowieso zu teuer. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Ne? Dass man dann natürlich einen gewissen Liebhaberwert dazu hat und so und das dann bereit ist zu bezahlen, ist ein ganz anderes Thema. So. Jeder wie er meint. Auf jeden Fall, dieser Aufrissmechanismus ist für die Katz. Also ich finde es schrecklich, dass immer noch in der heutigen Zeit solche Kartons produziert werden. Ich weiß gar nicht, von wann das Set ist. Ich glaube 2014 oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ne? Rückseite.
Wir haben hier ein paar Funktionen angedeutet. Ich gehe mal so ganz grob durch. Wir können natürlich, wie bei dem anderen Y-Wing, können wir natürlich die Bomben fallen lassen. Wir haben entsprechend ein rotierendes Geschütz, was sich auch nicht in jeder Stellung rotieren lässt. Werden wir aber dann sehen. Wir haben zwei Stud-Shooter dabei und wir haben einen kleinen, ja, abseits vom Y-Wing haben wir natürlich hier noch so ein kleines Beladefahrzeug dabei. Ja, gut. Gucken wir uns mal im Detail an. Nachdem wir einmal kurz den Lieferumfang uns angeguckt haben. Ersatzteile habe ich in dem Maßstab natürlich nicht dabei, weil ich habe natürlich auf Kante bestellt. Das heißt, ich habe mir die Teileliste genommen, habe dann geguckt, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Und was ich nicht hatte, habe ich mir aufgeschrieben und das dann bestellt. Das war vorzugsweise schwerpunktmäßig dieser Verladekran hier. Den hatte ich tatsächlich nicht mit dabei, als ich es gekauft habe. Hier haben wir nur drin zwei Bomben und zwei, ja, ich nenne es mal hier Shooter-Elemente, Projektile, sagen wir Projektile. Wir haben natürlich einen Stickerbogen, der sogar für Lego-Verhältnisse sehr, sehr überschaubar ist. Wir haben hier die Elemente für die Triebwerke, wobei ich der Meinung bin, das sind große Flächen, das hätten sie ruhig bedrucken können. Ne? Wir haben hier so für den Kran, für diesen Lastenheber, haben wir hier entsprechend die Bedruckung. Wir haben hier noch irgend so ein Bedienelement und irgendwie so eine Typplakette oder sowas. Ob man es unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass jeder erkennt, das ist ein Y. Ja? So. Jeder, der das Alphabet gelernt hat, weiß, das ist ein Y. Und wenn wir von Weltraum sprechen und Y, dann wissen wir, es ist Star Wars. So. Schön. Wir haben eine gedruckte Anleitung. Selbstverständlich haben wir eine gedruckte Anleitung dabei. So, wir gucken sie uns einmal kurz an. Ich schaue mal, ob ich euch was Schönes zeigen kann. Es ist relativ Lego-typisch, natürlich relativ einfach zu bauen. Lasst mal sehen, ob ich hier so einen schönen... Hier war noch eine schöne Seite. Ihr seht, es geht natürlich pro Bauschritt, ne, natürlich etwas wenig voran. Ne, wir haben selbstverständlich nur teilweise ein oder zwei oder drei Teile, die da gesetzt werden. Ist natürlich die Frage, welche Zielgruppe. Na, Kinder, ich sag mal, wenn ich jetzt heute hingehen würde und Kindern, die, ab wann ist das Set freigegeben? Stand das auch drauf? Muss mal sehen. 8 bis 14. Machen wir einen Mittelwert, sagen wir mal 10. Wenn ein Kind jetzt 10 Jahre alt ist, heute, wir sind im Jahre 2022, ein Kind 10 Jahre alt ist, ist es geboren um 2012 rum. Ich weiß nicht, ob da so der persönliche Bezug zu da ist. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass da mit einem 10 Jahre alten Kind, nach heutigem Stand 10 Jahre alt, ich weiß nicht, ob da der persönliche Bezug schon so die Leidenschaft zu Star Wars ist. Das ist für Liebhaber gedacht, für Freunde und Fans dieser Weltraumserie. Für nichts anderes. Man stellt sich da seine Raumschiffe hin, macht vielleicht ein kleines Diorama fertig, macht einen TIE Fighter rein, macht einen X-Wing rein, ne, gruppiert das Ganze um einen Sternzerstörer oder was weiß ich, in Kombination mit einem Todesstern und da stellt man dann noch einen schönen Y-Bomber hin. Es ist ein Bomber übrigens, ne, es ist ein Bomber, ganz klar. So viel weiß ich dann auch von der Reihe. Und deswegen weiß ich nicht, ob das immer... ob das wirklich für die Kinder dann gedacht ist. Ich glaube, es ist natürlich total einfach zu bauen, keine Frage. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ob es wirklich für Kinder gedacht ist oder eher für Fans, ich würde sagen einfach Fans. Und das sind natürlich dann die, die auch die anderen Sets sich kaufen können, die auf 800 Euro, 900 Euro für so einen Sternzerstörer haben oder so. Ne? Ganz klar. Es geht, glaube ich, preislich tatsächlich nur um die Figuren, nachdem ich die Preise gesehen habe für die Figuren. Es muss preislich eigentlich nur um die Figuren gehen und die Lizenz, die damit vertrieben wird. Grundsätzlich, wie gesagt, völlig einfach zu bauen. Ne, wir haben hier tatsächlich keinerlei Fragen in irgendeiner Form. Lass mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden, was ein bisschen knifflig war. Nee, also es ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach, weil es wird auch hier... Es wird exakt gesagt, wo diese kleinen Teilchen dann hingehören, diese kleinen Plate Modified mit der Klammer hin. Das wird exakt mit dem Pfeil angezeigt, wo es hingehört. Ich würde mir... Gut, Lego macht es zum Teil ja auch, dass es farblich hervorgehoben wird. Damals noch nicht so. Aber
Das ist an sich ganz okay. Ich guck mal gerade, irgendwas war noch so Kniffliges da dran. Nee, dann doch nicht. Ja gut, hier hinten natürlich so ein bisschen Werbung drin. Das ist klar. Das nehme ich denen aber nicht übel. Ich finde, dass das ein bisschen Werbung muss auch sein. Ne, dass man so ein Gespür dafür bekommt, wo man da unterwegs ist. Das ist völlig okay. Da ist nichts. Ah, Teileliste. Mit dieser Teileliste habe ich gearbeitet, um meine Ersatzteile zu holen. Na, ihr seht auch farblich absolut im Rahmen. Ja, wir haben Light Blue Gray, wir haben Dark Blue Gray, wir haben teilweise ein bisschen Schwarz, ein bisschen Gelb und Weiß und dann sind. Und natürlich die farbigen Pins und Kreuzachsen, selbstverständlich. Aber ansonsten ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Also farblich haben sie sich da noch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, kommen wir zum eigentlichen Kern. Wir fangen mal mit diesem kleinen Verladekran hier, mit diesem kleinen Lastenheber an. Der hat hier hinten einen Anhänger dran. Ne? Man sieht von unten, da sind diese Inverted Round Plates oder wie sie schimpfen, sind da drin. Ne? Das sieht dann so aus, als wenn er schweben würde. Ne? Das ist dann wie so ein Luftkissenfahrzeug, wie so ein Hovercraft. So. Ne? So. Ansonsten ist er relativ spartanisch. Das hier hinten ist tatsächlich, das kann man so abmachen. Warte mal, wie geht das? Lass mal sehen. Wie sieht das denn aus? Moment. Aber gleich. Ich habe es mir nicht so. Ah, das wird komplett rausgenommen. Okay. Das heißt, hier hinten haben wir quasi noch die Bewaffnung. Die kann man hier so rausklippen. Das ist hier dann. Da sind dann hier diese Projektile und die Bomben dran. Und die kann man dann halt hier so einhaken. Dann macht man das ein bisschen höher. So. So. Und kann sie im Prinzip durch die Gegend tragen. Oder halt sich eine Szenerie aufbauen, dass man da gerade die Bomben verlädt. Ne? So. Ist auch wirklich nicht spektakulär gebaut. Also, das ist tatsächlich funktional. Also, man weiß, was es ist, man sieht es. Es sind ein paar nette Kleinigkeiten dran, wie hier zum Beispiel an der Seite dieser Schraubenschlüssel, den finde ich ganz nett, dass sie den mit dran gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Hier sieht man ihn jetzt, hier der Schraubenschlüssel. Ne? Klar, das hier ist tatsächlich bedruckt. Dieses Teil, ist es bedruckt? Ja, es ist bedruckt, selbstverständlich. Na, also, das ist okay. Ne? Das ist ja auch nur so ein bisschen, das würde ich auch unter die Rubrik Deko tatsächlich platzieren wollen. Es ist ein reines Deko-Element, was man nett dazustellen kann. Wichtig ist ja er hier, der kleine Freund hier. Ne? Und da gehen wir auch gleich direkt los. Ich zeige ihn euch mal einmal rundherum. Wir fangen mal vorne an. Ne? Also ich finde schon, oder von oben. Also er hat schon ein gewisses... Ich sage mal, er nimmt schon einen gewissen Platz ein tatsächlich, aber es geht noch, weil es halt sehr filigran mit den Triebwerken und so ist. Ja. So, dann zeige ich ihn euch einmal von der Seite. Finde ich auch eine schöne Silhouette. Also ich glaube, so in der Richtung, wenn man ihn irgendwie auf einen Displayständer machen könnte, wäre so die Position eigentlich mit so am coolsten. Ne, dass man irgendwie, was weiß ich, vielleicht aus Technikelementen so einen Sockel darunter baut, dass er dann so stehen bleibt, fände ich an sich eigentlich ganz geil. Also so ist ganz cool. Hier hinten mit den langgezogenen oder mit den Kreuzachsen, mit den etwas längeren hier, das modelliert, das finde ich ganz schön. Na? Und wir gucken ihn uns einmal von unten an. Von unten sieht er so aus. Sieht ein bisschen offen aus. Ja. Ich sag mal so. Ich finde es an sich cool, wie er von hier oben aussieht. Ne, da sieht man dann hier so angedeutet so ein paar Leitungen und ne, hier so ein paar Verwerfungen drin, dass man denkt, das ist wirklich Technologie, das ist hier, ne, das ist ja ein Kampfbomber, dass er dann dort entsprechend die Applikationen und so hat. So, alles gut, das ist völlig okay, das finde ich super. Ne? Ich finde ja, bin ja so auch der Freund davon, Technik darf man ruhig sehen. Wenn ich in einem Altbau wohnen würde, würde ich auch wollen, dass man, ich sag mal, die Heizungsrohre über die Wand laufen sieht. Zum einen gibt es Wärme ab, ne, durch die Temperatur, wie das Rohr sich aufheizt, ganz klar. Da muss ich keinen Kasten drum bauen. Technik darf man ruhig sehen. Das ist gut. Technologie ist gut, ne, denn wenn man sie sieht. So, aber hier von unten, da haben sie, als wenn sie sich da keine Mühe mehr gegeben hätten. Ne, sie haben hier oben alles schön designt, die hat sich einer hingesetzt, ach komm, da setzen wir da nochmal hin, da setzen wir da nochmal ein Plate Modified hin und so. Ne. Und hier unten ist nichts los. Das ist wirklich alles offen. Ja, also... Als wenn denen da irgendwo die Motivation flöten gegangen ist. Schade. Wirklich schade.
Braucht man was? Ne, gut, passt. Gut, gehen wir mal auf die Funktionen ein. Wollen wir zuerst die Waffen machen? Wir machen zuerst die Waffen. Wir machen zuerst die Waffen. Oder? Ach, wir gehen es erst nochmal einmal durch. Komm, wir gehen es nochmal einmal durch. Wir haben hier vorne, das sind einfach, fangen wir vorne an, das sind einfach nur Technikpins, die da eingesetzt sind. Hier vorne, das modelliert man ganz schön, da sind so, wie soll ich sagen, da sind diese scharnierähnlichen Dinger. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Die sind, ist eigentlich ein Brick, aber mit einem Scharnier. Damit wird das hier quasi dieser Winkel erzeugt. Dann ist da drin ein kleiner Roboterarm, der nochmal quasi das Ganze fixieren soll. Der wird von oben nochmal draufgesteckt und anschließend zugebaut. Ne? Also das haben sie ganz, das haben sie wirklich cool gelöst. Das fand ich eine super Lösung tatsächlich. Wir haben hier das Cockpit, was man natürlich aufmachen kann. Nachteil ist, und jetzt kommen wir zum ersten Defizit, wenn ich das Cockpit aufmache, und das kann ich nur im Prinzip, also ich kann dann hier dieses Geschütz nicht mehr bewegen, weil er hier natürlich anschlägt. Ne? Wenn ich das so mache, so würde es auch gehen. Kriege ich es weiter auf sogar. Ne? Auf die Art geht es selbstverständlich nicht. Also das finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie vielleicht noch ein bisschen mit einem anderen Gelenk noch arbeiten können, dass man so ein bisschen freier positionieren kann oder so. Aber vielleicht ist das tatsächlich so in den Filmen auch so, dass da nicht wirklich viel los ist. Apropos nicht viel los, schaut euch bitte das Cockpit an. Das ist ja mal sowas von lieblos gemacht, oder? Das ist ja nun mal wirklich gar nichts. Das ist, das sieht aus, als wenn denen da die Steine ausgegangen sind. Als wenn sie sich gedacht haben, ja, reich, Klappe zu, Affe tot, weg damit, ne? Ja, hier wäre ein kleiner hier vorne, dass dieser, da sitzt so ein Slope sitzt hier, ne, dieses dunkelgraue in den Dark Blue Gray. Da wäre ein Aufkleber drauf. Da wäre hier die Steuerkonsole drauf. Aber trotzdem, das hätte man noch ein bisschen liebevoller designen können, oder? Für unsere Lieblingsweltraum-Saga. Okay. Ich will die Trekkies unter euch jetzt nicht beleidigen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das ist wirklich. Das ist also sowas von lieblos. Da ist ja gar nichts. Ja? Also am besten Cockpit zulassen. Dann geht's. Dann fällt es nicht so auf. Ja, also ich würde es nie mit offenem Cockpit irgendwo hinstellen. Ich hatte tatsächlich auch trotzdem, obwohl ich Ersatzteile besorgt hatte, zwei Fehlteile. Und zwar, ihr seht den Bar hier. Diesen Bar. Der gehört, ich nehme ihn mal raus. So. Da ist eine 1x2 Plate Modified mit so einer Klemme dran. Ja? Da müssten eigentlich zwei rein. Auf beiden Seiten. Ja. Ich weiß nicht wieso. Ich habe sie nicht gehabt. Deswegen habe ich den halt um eine Noppe versetzt und habe halt den Bar so reingemacht. Hält genauso. Man langt da ja nicht an. Ja. Geht auch. So, ansonsten. Die Triebwerke finde ich eigentlich mit so das Coolste, was man so baut eigentlich. Weil wir da sehr viel schichten. Das heißt, wir haben da teilweise Roundplate Modified, wir haben da entsprechende Kreuzachsen durch mit Konnektoren drin. Da ist eigentlich alles so schön verbaut. Hier die Cones am Ende mit den pinken Dingsbums hier, ne, mit den Disch da oben drauf und so. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und auch, dass sie hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ihr müsstet es sehen, hier, da haben sie Schlittschuhe verbaut. Um das so ein bisschen, den Übergang so ein bisschen zu modellieren. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ne? Und dann halt hier einfach nach hinten durchgezogen und hier hinten mit diesen runden Elementen und Brick Modified da drin haben sie dann diese Abschlüsse gebildet. Ne? Wir haben natürlich von der Unterseite, wir haben hier auch noch, ich glaube Lego würde es als Funktion bezeichnen, aber das ist einfach nur hier, ich weiß nicht, ob man sieht, so, die Landestützen. Ne? Wir haben drei Stück. Die beiden klappen sich nach links und rechts weg, der da oben nach vorne. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den coolsten Funktionen in meinen Augen. Klar, man kann jetzt natürlich darüber sprechen, ob Waffen in einem Spielzeug gut sind oder nicht. Aber wir reden hier von Star Wars. Krieg der Sterne. Das Wort Krieg signalisiert auch, es geht um Waffen. Das hat nichts damit zu tun, von wegen ich krieg ein Brot oder so, sondern es ist wirklich, es geht um Gewalt. Ne, um zwei rivalisierende Parteien, die sich gegenseitig auf die Mütze hauen. Und da gehören nun mal auch Waffen dazu. Das ist einfach so. Ne? So, wir haben hier unten zwei Shooter, rechts und links. Die werden einfach mit diesen Projektilen hier bestückt.
Ich komme da einfach rein. Aufgrund der Bauform hier vorne arretieren die dann auch irgendwann. Ja. Warte mal. Selbstverständlich sollte man nicht auf Menschen zielen. Ja. So, jetzt ist er da drin. Ich weiß nicht, ob man sieht. Jetzt sieht man es, den roten Punkt. Da. Ja. So, und dementsprechend, wenn ich jetzt einfach nur hier diesen Nupsi hier drücke, schießt er raus. Mehr ist es nicht. Finde ich an sich aber ganz cool. Ob man das jetzt braucht mit diesem Federmechanismus, mit diesem Shooter, lassen wir dahingestellt sein. Cool finde ich auch, wie immer, diesen Mechanismus, den kennen wir auch schon, also diesen Mechanismus hier mit diesen Bomben, den kannten wir auch schon aus dem anderen Y-Wing, genauso wie die Shooter eigentlich auch. Also da haben sie einfach das Ding neu aufgelegt. Wo ich finde, sie müssen nicht unbedingt alle paar Jahre einen neuen X-Wing, einen neuen Y-Wing rausbringen. Die sollen einfach einen richtig guten rausbringen und dann ist gut. Ja, das wird ja reichen. Einen so einen richtig guten und nicht mit jedem Star Wars Film gleich wieder alle Modelle neu auflegen. Also das hat so den Beigeschmack von wegen, ich möchte den Leuten noch mehr Geld abknüpfen. Ja, ich möchte den Sammlern, den Fans von der Serie einfach noch mehr Geld abknüpfen, weil die müssen ja unbedingt noch den aktuellen haben aus dem aktuellen Film. Der vielleicht dann nicht gelb lackiert ist, der ist vielleicht dann blau lackiert oder rot lackiert. Ja, also, egal. So, die werden hier oben einfach in diesen Bombenschacht. Hier hinten ist ein kleines Zahnrädchen. Damit kann man das dann so ein bisschen wenig nachrollen, nachziehen. Moment, geht es denn? Ah ja, so geht es. So, dann kommt das da rein. So. Und jetzt könnte man theoretisch sagen, mal gucken, ob man sieht, wenn ich mit dem jetzt hier so lang düse, na, ich sag mal, ich nehme ihn mal, ja, hier kann ich ihn anfassen, so. Ich düse mit ihm ran und hier hinten habe ich, wie gesagt, dieses kleine Zahnrädchen, da löse ich diesen Mechanismus aus. Das sind im Prinzip diese kleinen Getriebe, diese etwas sehr groben Getrieberäder, die da drin sind, die dann quasi sich rotieren und dann dadurch diese Bomben quasi durchfallen lassen. Schaut euch das an. Jetzt kommen wir quasi so angedüst, so, ne, hier so Richtung Todesstern und so, ne, und dann, bum, bum. Und schon haben wir unsere Bomben abgeworfen. Und alle sind sie tot oder kaputt. Genau. Das ist im Prinzip der kleine Y-Wing. Und ich finde ihn grundsätzlich, ich habe nichts gegen einen Y-Wing, Gott, ganz im Gegenteil. Also ich finde Star Wars ja neben Star Trek, ich bin so einer, ich mag beides. Ich bin gerade dabei, die Raumschiff Voyager Staff, also Serie komplett zu suchten. Das ist, ja, da bin ich halt, da gehe ich ja halt total drauf ab. Und, was ist das? Achso. Und ich mag halt beide Reihen. Definitiv. Ne? Für mich persönlich immer noch der Lieblingsfilm von Star Wars, der Star Wars Saga, ist für mich immer noch Episode 1. Das ist bei mir so. Viele würden mich jetzt dafür ans Kreuz nageln. Das war so der erste Star Wars, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Das war 99, meine ich, ne? Ja. Erster Star Wars Film, den ich im Kino gesehen habe. Es war einfach genial. Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi mit ihren Laserschwertern, wie sie dann da durch die über Naboo so flitzen, ne, oder über Tatooine, ne, und dann am Ende, ne, ihr wisst ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber eher, genau. Finde ich persönlich eigentlich mit so einen der schönsten, also für mich persönlich der unterhaltsamste, ne? Die könnt ihr auch immer wieder gucken. Oder halt nachher, der hat dicht gefolgt von dem Teil 3, wo Anakin gegen Obi-Wan natürlich kämpft. Sensationell, also finde ich richtig gut. Und, ja, deswegen, also lässt sich drüber streiten, aber ich habe grundsätzlich kein Thema mit dieser Filmsaga. Ne, ich mag es sehr gerne, ich mag die Raumschiffe gerne. Es sind wirklich ganz leichte Bautechniken. Die geben wirklich überhaupt gar kein, also die machen absolut überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Habe ich da was vergessen? Das sieht aus, nee, das ist so, ist leer. Ist leer, weil hier sind so zwei so Plate Modified mit einer Klammer. Da dachte ich so, hä, da muss da was rein. Nein, da muss nichts rein. Warum auch immer die das so gebaut haben, ist halt so. Also ich habe da absolut kein... Ach, da kommt der Astro-Druide rein. Ah, okay, verstehe. Ich mag die Reihe, ich mag die Fahrzeuge, die Raumschiffe finde ich alle sensationell. Und ich finde es halt cool, dass Lego das halt mit sehr einfachen Mitteln halt modellieren kann. Die Bautechniken, vergesst es. Also die sind total easy. Das kannst du blind bauen, das Ding. Ne? Also wir haben auch nicht wirklich lange dafür gebraucht bei Twitch. Das haben wir auch live gebaut. Wenn ich nicht so viel gesucht hätte, weil ich so doof bin, wäre das eigentlich ziemlich schnell durch gewesen. Aber ich hatte ja auch nicht sortiert, sondern ich habe ja alles querbeet ausgebreitet. Also mit der Bauschrittunterteilung würde ich sagen, seid ihr in 2,5 Stunden damit durch mit dem Thema. Ohne Probleme. Da könnt ihr nebenbei noch eine Serie laufen lassen und so. Das funktioniert.
Aber es ist ein schönes Set, ich mag es. Ein Y-Wing ist genau wie ein X-Wing. Ich finde, jeder sollte einen haben. Und ich bin auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb des Gebrauchtmarkts, finde ich das sensationell. Auch diesen werde ich wieder schön nach Bauschritte, hier gemäß Anleitung, werde ich zerlegen und dann wieder bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Ich habe ihn privat gekauft, ich werde ihn privat wieder verkaufen. Ich wollte ihn einfach nur gerne bauen. Und darum geht es doch, ne? Dass man einfach mal nett sich ein paar Stunden hinsetzt und steckt so ein Teil zusammen und hat dann Spaß daran, dass es fertig ist, ne? Und entdeckt dann so vielleicht das eine oder andere, was ganz nett sein könnte, ne? So, und damit hätte ich gesagt, dann danke ich auch sehr schön dafür, dass ihr zugeschaut habt und mein sinnloses Gebrabbel ertragen habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und ich würde mich auch über jeden Kommentar freuen. Sowohl positiv als auch negativ. Wenn er negativ ist, sehr gerne. Aber bitte Contenance, also nicht irgendwie angreifbar werden. Aber das haben wir bisher noch nicht gehabt. Das ist auch okay. Das finde ich so okay. Ne? Wenn ihr sagt, das ist ne, war nicht so gut oder pralle, was du da gemacht hast, dann sagt es mir gerne. Aber wie gesagt, ich lege schon Wert darauf, auf einen vernünftigen Tonfall. Ne? So, dann wünsche ich euch jetzt noch ein ganz, ganz. Wir haben heute Freitag. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann das Video online geht. Baut was Nettes. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte habt, schaut doch gerne mal bei Twitch vorbei. Da baue ich dann immer live oder spiele ein paar Videospiele und so. Ne? Ist auf jeden Fall ganz nette. Wir haben immer ganz nette Leute bei uns und seid ihr herzlich dazu eingeladen, euch da anzuschließen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und macht was Nettes. Und bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao.